So, damit willkommen zurück zu einem weiteren Once Human Video. Wir kümmern uns heute ein bisschen um das Haus, was ich hier aufbauen will. So, und dazu brauchen wir auf jeden Fall noch sehr viel mehr Holz. Haben wir den Burger Buff eigentlich noch? Ja, haben wir. Das hört sich irgendwie auch witzig an, Burger Buff. So, das heißt, wir bauen Holz und solche Sachen ziemlich schnell ab. Würde ich sagen. So. Oh, was ist das? Hat jemand ein Haus hingebaut? Nee. Das ist eine neue Gegend. So. Wo wir Sachen vielleicht kriegen können. Okay, wir haben hier irgendwelche Beeren. Ist hier noch irgendwas? Sieht nicht so aus. Ne, ist alles leer leider. Na gut. Bisschen Holz ab, weil wir werden sehr viel davon brauchen. Na komm. Wir können eigentlich. Oh Gott. Ich bin ein bisschen verletzt. Das Kupfer hier noch mit, würde ich sagen. Oder, nee, das ist Eisen oder was? Ah, das ist Silber, okay. Ach so, okay. Ich brauche da bestimmt, nicht bestimmt, sondern ich brauche auf jeden Fall eine andere Axt, beziehungsweise Steinaxt dazu. Gab es da schon eine Kupferaxt, aber die muss ich auch freischalten. So, wie viel Holz haben wir jetzt? Wir haben 1000 Holz, das reicht erstmal für ein bisschen, würde ich sagen. Eigentlich würde ich mich hier auch gleich so eine Treppe hinbauen wollen, ehrlich gesagt. Ich weiß nicht, ob das überhaupt geht, beziehungsweise klar geht es bestimmt, aber vielleicht muss ich... Ich muss das innerhalb von meinem Territorium bauen, sozusagen. Ich will das ja so weit wie möglich auf den Boden hauen. So, hier vielleicht. Ja. Und jetzt, wo war das nochmal? Hier. Na? Geht das nicht? Ach, ich brauche Kupfer dafür. Ich brauche Kupferbarren für die Treppe. Okay. So, dann hauen wir uns mal ein bisschen. Machen wir mal zu 50 ungefähr. So, und derzeit, wo wir das machen, können wir ja schon mal Sachen verschieben. Bin mir jetzt nicht sicher. Eigentlich würde ich gerne so das Ganze zu bauen und sowas, würde ich einfach hier so an den Rand haben wollen. So. Obwohl, nee, ich, das
Weiß ich nicht, ob ich das umstellen kann einfach. Ja, warte mal, das brechen wir mal kurz ab. Hauen das hier auf jeden Fall. Können wir das hier drauf stellen? Ja, können wir, aber es sieht jetzt nicht so cool aus. Ich würde sagen, wir machen das einfach mal. Und wir machen das direkt daneben einfach. So. Jetzt den Ofen. Vielleicht ein bisschen weiter weg. Aber vorher eigentlich wäre es nicht schlecht, wenn ich mir ein paar erstmal eine Mauer mache, ne? So hier. Und dann würde ich sagen, machen wir hier irgendwo so ein Fenster hin. Größeres. So. Oder machen wir uns sogar zwei hin. Nee, warte mal, nee, zwei nicht, das sieht komisch aus. So, wir machen erstmal eins hin. Dann haben wir hier noch zwei Wände, ne? Eins, zwei. So, Rahmen hier. Eins und zwei. So, und wir können, bevor ich hier weitermache, erstmal... Nein, das wollte ich jetzt nicht. Ich wollte das hier. Wir hören uns das hier ab und dann machen wir uns erstmal Eisenbahren. So, dann machen wir uns, wie gesagt, weiter noch ein paar Wände. Obwohl, nee, hier brauchen wir eigentlich keine Wände, ne? Ich wollte das ja sowieso erweitern. Brauchen wir eigentlich, ja. 1, 2, 1, 2, 1 in der Mitte. So. Ach, stimmt, Glas brauchen wir ja auch noch. Wir machen uns noch ein bisschen 30 davon. So. Und jetzt verschieben wir den ganzen Spaß erstmal, würde ich sagen. Wir machen uns das hier hin. Können wir das gar nicht hier draufstellen? Oh, das ist natürlich doof. Das ist natürlich doof. Ist egal, packen wir einfach hier hin. Nehmen wir das Ding. Obwohl, warte mal. Das Ding packen wir uns irgendwo anders hin. Wir nehmen uns das hier. Packen das auch erstmal hier so. Neben dem Fenster. Na komm schon. So hier. Das sieht doch ganz okay aus. Und das Ding nehmen wir und packen uns. Wir packen das einfach hier hin, würde ich sagen, auf den Anfang. So. Dann machen wir uns in der Zeit noch ein paar. Machen den Boden weiter. Scheiße, ich brauche noch... egal. Dann gehen wir ein bisschen Stein abbauen. In der Zeit, wo sich unser...
Und Kupfer können wir ja auch gleich ein bisschen holen. Was, ne? Nicht? Ich dachte, hier unten war auch was. Ha. Huh. Oh, was ist das hier? Stardust Pollution, das geht ja nur was. Okay. Oha. Okay. Sind Viecher auf jeden Fall. Ja, egal. Das gucken wir uns später an. Obwohl, ach komm. Wir knallen ein paar davon ab. Und dann holen wir uns das Kupfer da unten. Würde ich sagen. Bam. Bam. Ist hier noch was? Verliere ich die ganze Zeit Leben? Kann das sein? Also ich bin ja sozusagen wie in einem, wie bei Stalker zum Beispiel, in so einem radioaktiven Gebiet. So, haben wir hier irgendwas außer Stein? Hä? Was war das denn? Okay, das war ein komischer Bug. Was hat der Kollege hier geschrieben? Hey, for quest. Ah ja. Okay. Danke für nichts. So, wir bauen uns noch ein bisschen Holz ab, würde ich sagen. Ist immer gut. Sich mit dem Haus auf sich hat. Können wir das Weizen schon abbauen? Nee. Hat mich jetzt auch gewundert. Wenn wir das gekonnt hätten. So, was gibt's hier drin? Sieht alles ziemlich leer aus. Ist das eine Kiste, die wir aufmachen können? Nee, also das ist eigentlich nur, das ist keine Kiste. Okay. Hier ist gar nichts in dem Haus. Okay. Hm. Na gut, dann gehen wir, würde ich sagen, zurück zur Basis zurück. Scheiß drauf, ist halt so. Das müssen die auf jeden Fall noch so ein bisschen... Ich weiß natürlich nicht, wie das im späteren Spielverlauf ist, aber... Das habe ich auch beim ersten Mal, als ich das Spiel gespielt habe, gemerkt. Es gibt halt sehr viele Gegenden,
die du halt entdeckst, wo halt wirklich gar nichts ist. Und das darf eigentlich in so einem Survival-Spiel, sag ich mal, nicht sein. Beziehungsweise, das soll ja auch irgendwie so ein RPG sein. Das ist ja eine Mischung anscheinend aus... Das ist ja wie ein MMO-FPS. Also das ist ein Survival-Spiel, das ist ein MMO. PvP wird es hier geben, PvE gibt es hier auf jeden Fall. Und es soll auch irgendwie so ein, wie ein RPG sein. Und bei einem RPG ist es halt scheiße, wenn du in irgendwelche Gegenden kommst, wo halt leere Häuser stehen und im leeren Haus ist wirklich gar nichts. Also das wäre nicht schlimm, wenn da wenigstens ein bisschen was wäre. Aber wenn da halt wirklich gar nichts ist, dann hat man ja auch keine Lust, sag ich mal, das zu entdecken, ne? So, machen wir das. Guck mal, haben wir uns gebaut, dann würde ich sagen, wir machen uns mal kurz hier unten diese Treppe, die ich mir machen wollte. Hier ist die. So. Stopp, wo ist das? Da. Genau, wie sieht das jetzt aus? Perfekt. Jetzt müssen wir noch, glaube ich, nochmal ein Stück Fundament hier reinhauen. Oder wie ist das? Oder, ja, genau. Machen wir uns noch ein Stück Fundament hier. Na, komm. Sehr gut. Und jetzt brauchen wir es eigentlich. Brauchen wir eigentlich nichts mehr, dann können wir einfach hochspringen, ne? Oh, lol. Okay. Was ist, wenn wir uns... Können wir so eine kürzere Treppe uns sozusagen machen, oder wie ist das? Wenn ich das jetzt hinbaue, sieht das jetzt scheiße aus, ne? Jein. Also wenn ich hier weiter den Boden hier weiter mache, dann kann ich das ja... Kann ich ja später miteinander verbinden, sozusagen. Okay. Ja, das brauche ich jetzt nicht unbedingt. Und da geht ja hier automatisch drauf, ne? Ja. Ja, das... Achso, naja, warte mal. Naja, ja, man bremst sich hier so ein bisschen ab. Das heißt, wir können ja auch einfach... Ach nee, stimmt, das geht ja nicht. Dann machen wir uns das Ding von mir aus nochmal hier hin. Hier geht's aber anscheinend nicht. Naja, das werde ich dann nachher... Das werde ich nachher sehen. Das ist sowieso alles provisorisch, ne? Hauptsache, wir können hier ohne Probleme runter und hoch laufen. Ja. Das ist doch fein. Das ist doch fein. So. Dann können wir uns das hier abholen. Achso. Hä? Was? Achso. Nee, alles gut. Passt. So. Dann wollte ich... Achso. Ich wollte mal gucken, wie das Fenster eigentlich aussieht, ehrlich gesagt. Zeig mal her. Okay. Ist okay. Zeigen wir es mal so. So, dann können wir hier in dem Quest noch ein bisschen weitermachen. Wir können uns schon eine Pistole, eine Shotgun. Ja, Shotgun finde ich eigentlich immer ganz nice. Was brauchen wir denn dafür überhaupt? 180 Basic Energy Link. Ah. Okay. Crafting Materials. Hä?
Shotgun Receiver Tier 1, ja. Ach, ich kann mir auswählen. Naja, egal. So, haben wir das. Für Tier 2. Aha, da brauche ich dann schon andere Rohstoffe, sagen wir es mal so. Aha. Okay. So, wir haben aber doch... Ja, das haben wir schon. Das ist das. Wir brauchen Bronze und... Ja, Melee-Waffe, das brauchen wir nicht. Pistole, sollen wir uns die auch schon mal machen? Ne, können wir gar nicht. Brauchen wir Plastik. Also bestimmtes Plastik. Brauchen wir Bronze. Und noch mehr Plastik. Na gut. So. Okay. Dann, was machen wir jetzt? Unlock Mimetric Base Equipment, get MP7. Achso. Der will, dass ich bei im Mimetric mir eine MP7 erstelle. Wo ist denn? Ah ja, hier Weapon. Hä? Weapon and Gear. Doch richtig. Wo soll denn ein MP7 sein? Bin ich gerade doof? Das ist einfach ein Ofen. Also ein zum Crafting. Shotgun, Assault Rifle. Ich verstehe nicht. Eigentlich müsste das ja hier sein, ne? Habe ich das jetzt falsch gelesen? Unlock Mimetric Basic Equip and get MP7 Submachine Gun Formula. Oh, wir können uns hier schon Dings herstellen. Rüstung. Haben wir dafür schon Gegenstände? Ja. Okay, das können wir uns gleich auch machen. Armor Crafting, Repair. Kalibrieren, was auch immer das ist. Achso, man kann jetzt mehr Schaden geben. Okay. Lock Mimetric, Basic Equip. Das muss hier drin sein eigentlich. Oh, ich will das hier auf jeden Fall haben. Wegen Kupfer. Axt. Infrastruktur. So. Crafting. Ach hier, Basic Gear. Da. So. Okay, haben wir das. Covering HP. Wir haben nichts mehr, ne? Ah ne, wir haben nur noch einen übrig. So. Dann machen wir uns mal gleich Trade Bullet. So, nehmen wir das hier. Stopp. Und wir können hier, glaube ich, bei Event uns schon ein paar Sachen abholen. Ist davon abgesehen, dass wir hier Sachen abholen können. Hier wieder mal ein bisschen was zu fressen mit. Was ist das? Das ist einfach Saft. Ja, wir nehmen uns das hier mit. Dann nehmen wir noch ein bisschen was zu trinken. Ja, wohl trinken ist nicht das Problem. Wir nehmen lieber Essen mit. Das ist so ein Rohstoff, den man immer wieder kriegt. Halt jeden Morgen kriegt man 20 von diesen Rohstoffen und dann kann man sich hier das aussuchen. So, und dann können wir... Hier haben wir was freigeschaltet.
Disassemble Scraps. Das müssen wir noch machen. Was ist das? Craft Armor. Dann haben wir hier was reparieren. Craft Activator, Craft Any Ammo. So, und wie viel haben wir jetzt? Wir haben jetzt 33. Habe ich schon alles abgeholt. Die Rüstung, das ist einfach ein Skin, den kann man sich jetzt in der Closed Beta, kann man sich jetzt freischalten, wenn man diese Medaillons... Ah, hier. April 3 bis zum Mai 26. Das heißt, Mai 26 ist bestimmt der letzte Tag der Beta. So. Okay. Da kriegen wir 33 und hier kriegen wir auch noch... Ne, hier kriegen wir keine. Kriegen wir auch keine. Ja, das müssen wir dann später freischalten. Dann haben wir 43 von diesen Dingern. Wenn wir das alles freischalten, dann müssen wir noch 7 andere irgendwo anders erkriegen. Aber es steht ja auch da, hier 3 von 24 habe ich gerade mal freigeschaltet. Aber ja, stimmt, 24 reicht hier. Ich brauche hier nur noch 17. Ja. So. Wartet mal, was wollen wir jetzt? Achso. I need more bullets. Genau das brauchen wir. So. Wo ist denn das überhaupt? Wir brauchen Shotgun-Ammo. So. Es dauert eine Minute. Dann können wir uns in der Zeit, wo das passiert... Können wir uns mal ein bisschen austoben. Können wir gucken, wie das mit dem Balkon funktioniert. Ach so, scheiße, ich brauch Kupferbarren dafür. So. Machen wir uns erstmal hier hin. So, dann machen wir uns erstmal. Machen wir das hier mal dicht. Würde ich sagen, wir erweitern das erstmal nicht. Sollen wir die Tür hier hin machen? Ich denke, ja. So. Dann machen wir uns die Tür direkt hier hin. Hier ist dieser Türrahmen. Hier rauslaufen und dann hier runter einfach. Ja, das ist doch super. So. Okay. Tja! Bam. So, das geht noch weiter. Dann können wir uns das. I'm sure you'll need that weapon soon enough. Wait. I just noticed a teleportation tower was activated at Deadsville. Did Mary do that? Whoever it was, we can use it to teleport straight there. Open your map and try it out. Activating teleportation towers will let us get places much faster and avoid any dangers along the way. So, haben wir hier noch irgendwas freigeschaltet? Ne, das war's. So, wir sind Level up geworden. Sind Field Guide überhaupt? Achso, das sind die ganzen Sachen. So, wir können uns da auch schon hin teleportieren. Warte mal, was ist das hier? Ist das eine Quest? Achso, da müssen wir bei Level, ungefähr Level 8 sein.
Okay. Alter, wie lange braucht denn da noch für den Mist? So. Sollen wir uns schon mal ein Dach machen? Hier war das, ne? Machen uns mal so ein stumpfes Dach erstmal. Machen ja sowieso mindestens ein zweistöckiges Haus. Das ist, glaube ich, entspannter. Oh, scheiße, wir haben gar kein Holz mehr. Uff. Ja, dann gehen wir mal ein bisschen Holz abbauen wieder. Viel. Deswegen bauen wir mal ein bisschen Kupfer ab. Überhaupt Starchrome. Aha, Seasons Shop. Was ist denn der Seasons Shop? Das ist. Aha. Das ist ein PvP. Anscheinend. Muss man sich in eine Gilde rein. Man kann hier in eine Gilde rein. Das ist auch cool. Das ist. Achso, hier ist Season Goals. Okay. Mich anscheinend. Ist freigeschaltet, was auch immer das ist. So, egal. Oh, hä? Okay. Komisch. Komischer Bug. Ich sehe die Bäume einfach nicht, die ich gerade abbaue. Aber egal. Nach da oben, bauen da noch ein paar ab und dann reicht das. Thank you.
wenn man nicht sieht. Okay. Können wir... Nee, das wollte ich jetzt nicht, sondern... Und das hier abholen. Dann bauen wir mal die Decke noch zu Ende. Was ist denn das hier? Das ist eigentlich cool, dass man da den Mond sieht. Cool. So. Haben wir das? Das Fenster ist hier absolut nicht mehr passend, muss ich sagen. Weil wir haben hier Leiter. Ach, egal, wir lassen es trotzdem. Tja! Ja. So, dann. Wie funktioniert das mit dem Balkon? Rotieren. Der lässt sich aber nicht rotieren. Cannot be support. Ah. Naja, das will ich ja auch hier auch machen. Aber ich weiß nicht. Also theoretisch könnte ich den ja einfach hier hin machen, ne? Aber ich kann den nicht. Nee, das ist, glaube ich, davon abhängig, an was. Ich muss sozusagen das hier hinbauen. Hier. So. Und jetzt kann ich den Balkon hier dranhauen. Nein. Das geht anscheinend nicht. Ach so, exceeds territory range. Ich bin viel zu weit vom Territorium weg. Also hier geht's. Ich will mal gucken, wenn wir sowieso sehen, wie das aussieht. Das sieht eigentlich ganz cool aus. So, dann machen wir mal kaputt. Da. So. Wir können aber auch einfach... Ja, warte mal, können wir überhaupt noch... Verstehe nicht. Hier ist das Territorium schon zu Ende. Das ist die Grenze sozusagen. Warte mal, aber haben wir hier nicht so eine... Das ist Ceiling, aber haben wir nicht... Mod Ceiling. Ich müsste mir hier... Oh, Scheiße. Ich bin oh Gott, Alter. Herz verstehen geblieben. Ich dachte, ich werde jetzt hier verrecken. Ach, geil. Ich muss nochmal hochlaufen. Okay. Never mind. Kann ich denn den Balkon denn nicht hier hin machen? Das verstehe ich irgendwie nicht. Der lässt sich hier einfach gar nicht platzieren. Der lässt sich nur an das Ding platzieren.
Außer ich mache halt, wie gesagt, eine Decke, in Anführungsstrichen, hier hin. Und dann lässt er sich platzieren. Aber auch nicht mehr hier hin, weil das ist schon zu weit weg. Egal, dann machen wir das einfach so. So. Dann machen wir das erstmal kaputt. So, dann hauen wir hier noch eine Wand hin. Haben wir jetzt eigentlich schon wie so einen Zaun? Was ist denn das? Das ist ein Balkon, das ist auch ein Balkon. Aber ich will einfach nur sozusagen den Balkon weiterführen. Muss ich da einfach eine Mauer hinmachen? Ne, hier, sowas brauche ich da. Wood Wall Low. Ne, hier. Genau. Genau das Ding brauche ich. Habe ich noch irgendwas? Habe ich noch Mimetric übrig? Oh ja, ich habe ein bisschen. Das heißt hier. Nee. Garage. Sind das Bed Chair Table? Ist denn das das, was ich brauche? Das ist das nicht. Basic Furniture, das ist das auch nicht. Das kann doch nicht so weit unten sein, oder? Das kann ich mir nicht vorstellen, zumindest. Klick hier to enter the visualization screen. Aha. Du Scheiße, was ist das denn jetzt schon wieder? Every 5 levels will unlock a new specialization node. Choose one of the 4. Ja, das ist cool. Das ist cool, das nehme ich. Hä? Wieso kann ich das jetzt nicht nehmen? Ich drück doch F. Unlocked by default. Na, egal. Interessiert mich gerade nicht. Was mich interessiert ist. Warte mal, wie heißt der Gegenstand nochmal, den ich brauche? Der Gegenstand, den ich brauche, heißt. Moment, wo war denn das nochmal? Nein. Das war hier unten, ne? Hier. Wood Parapet oder so, keine Ahnung. So, und jetzt können wir hier nämlich das suchen. Wood Parapet. Na toll. Ah, hier ist das. Ich hab's gefunden. Nice. Sehr schön. So, jetzt können wir nämlich das Ding hier bauen. Genau das wollte ich doch haben. Sehr gut. Obwohl, hier machen wir auch nochmal Stopp. Wir machen hier nochmal einen Balkon hin. Obwohl, wir können das auch eigentlich so machen, dass wir das hier wegmachen.
Dann machen wir das hier hin. Wir machen uns einen eigenen Balkon sozusagen. So. Ich sag, was mich halt wundert, warum ich nicht einfach das hier bauen konnte. Aber naja, egal. So. Bauen wir uns jetzt noch das hier zu Ende kurz. So. Dann können wir uns... Was können wir uns hier noch hinmachen? Was sieht das denn aus? Oh, das sieht auch ganz cool aus. Und da können wir uns hier so eine... Das machen wir oben. Hier machen wir das nicht. Das finde ich schon eigentlich ganz cool. So. Wollen wir uns hier schon mal... Na, warte mal, haben wir überhaupt schon Treppen? Ach so, doch, wir haben so eine Treppe zum Beispiel. Das heißt, wir machen das kaputt. Machen uns hier eine Treppe hin. Gut, dann können wir schon mal hier aufs Dach. Das ist doch nice. Obwohl, das müssen wir eigentlich nicht kaputt machen. So. Scheiße. Warte mal. Ich muss jetzt dahin bauen. So, hier. Hier, das. Oh Gott. Hab ich gestört hier oder was? Deswegen. Ha. Warte. Nehmen wir nochmal aus. So, hier. Okay. Sehr gut. Jetzt nicht optimal ist, aber ist wie gesagt eh nur einfach, damit ich hier aufs Dach komme, damit ich beim nächsten Mal hier weiterbauen kann. So. Okay. Oh, das sieht cool aus, habe ich noch gar nicht gesehen. Sieht allgemein nice aus. So, dann müssen wir jetzt eigentlich zum nächsten Ort. Hä? Ich verstehe nicht. Teleportation Tower. Ach so. Das ist nur der Quest. Settlement Details? Nee. Currently not in Teleportation Tower West. Unable to teleport. What? Das verstehe ich irgendwie nicht. Ich wollte sowieso noch ein bisschen. So. Ne, das brauchen wir. Das brauchen wir auch. Wir können nichts kaputt machen eigentlich. Weil ich in dem Haus drin war? Ah ja, tatsächlich. Ich muss aus dem Haus rausgehen, bevor ich mich teleportieren kann, anscheinend. Ja genau, den Ort kenne ich schon.
Aber ich kann mich an Mary, wie gesagt, gar nicht erinnern. Ich habe hier, glaube ich, auch nicht weitergespielt. Also beim letzten... nicht beim letzten Video, sondern beim... bei der ersten Closed Beta. Aber gut. So, dann würde ich sagen, wir hören hier auf und machen dann beim nächsten Mal wieder weiter. Das Video geht ja schon eine Weile. Und ja, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal mit Once Human oder einem anderen Early Access Titel. Bis dahin, viel Spaß beim Zocken und reingehauen.